fantasieren, Leo. Fahr bloß. Hier freut sich keiner, mich zu sehen. Auf geht's! Wir beobachten dich gleich nach. Heiße ihn doch erstmal willkommen. Ja, du, Perikles heißt dich bei seinem Symposion willkommen. Warst du hier? Phoebe. Du hast gesagt, du kommst nicht zurück nach Kefalenia, also bin ich auch gegangen. Ich habe gesagt, ich komme nicht zurück. Aber ich habe nichts davon gesagt, dass du gehen sollst. Tja, hier bin ich nun. Wie bist du überhaupt hergekommen, Phoebe? Tja, ich habe etwas Geld verdient bei Margos. Also hast du jemanden für die Überfahrt bezahlt? Nicht so ganz. Phoebe. Ich brauchte ja Geld für die Zeit nach meiner Ankunft hier. So eine Überfahrt ist teuer und ich wollte nicht noch länger warten, also schlich ich auf ein Schiff. Keine Sorge, niemand weiß davon. Unglaublich, dass du es geschafft hast. Ich erinnere mich kaum noch an das Athen aus meiner frühen Kindheit. Aber ab und zu kommt mir irgendwas bekannt vor. Das mag ich. Ich fasse nicht, dass du hier bist. Ich auch nicht. Unglaublich, dass wir beide hier in Athen sind. Es ist ganz anders als auf Kefalenia. Aber was machst du denn hier? Ich helfe bei der Vorbereitung. Ich muss sicherstellen, dass du all deine Waffen hier lässt und das hier anziehst. Also arbeitest du quasi für Perikles? Nein, für Aspasia. Ich verstehe nicht, warum ich mich umziehen muss. So läuft das hier eben. Erst fühlt es sich komisch an, aber man gewöhnt sich ziemlich schnell daran. Und meine Waffen? Keine Sorge, ich passe auf sie auf. Du willst denen doch keine Angst einjagen. Naja. Wie kommt es, dass du für Aspasia arbeitest? Naja, es gab da so ein paar Probleme, nachdem ich in Athen angekommen war. Ich war sowas wie die Anführerin einer Waisenkinderbande, die Aspasia reinlegen wollte. Aber wir wussten nicht, wer sie war. Und du brachtest sie dazu, dich einzustellen? Nein. Das war ihre Idee. Da hast du Glück gehabt. Ich schätze, ich wäre dann bereit. Bist du nicht? Also nicht so jedenfalls. Die Athener erwarten, dass du versuchst, dich anzupassen. Aber keine Angst, ich habe das Richtige für dich. Ich ziehe mich um. Passt du bitte hier auf meine Sachen auf? Klar. Leg die Waffen einfach in die Ecke. Ich komme wieder, wenn du fertig bist. Ich fühle mich wirklich nicht wohl. Jetzt siehst du aus wie alle hier. Du sagst das, als wäre das was Gutes. Ist es. Wenn du willst, dass sie dich ernst nehmen, ist das der einfachste Weg. Vertrau mir. War das schon alles? Du bist bereit, reinzugehen. Keine Sorge, du hast Schlimmeres überstanden. Da fällt mir spontan kein Beispiel ein. Und ich kann wirklich nicht wenigstens eine Waffe mitnehmen? Keine Waffen. Und jetzt geh schon rein. Oh, und geh nicht, ohne dich zu verabschieden.
Here, Alexios. Der mächtige Söldner und Reisende hat endlich seinen großen Auftritt. Und nur ganz leicht verspätet. Herodotos. Athener machen kein Hehl daraus, wenn ich nicht willkommen bin. Es tut gut, ein freundliches Gesicht zu sehen. Lass dich von der Gesellschaft hier bloß nicht einschüchtern. Sicher nicht. Perikles ist kein König. Er braucht die Liebe dieser Gäste, damit das Volk ihn auch liebt. Und sie wiederum brauchen Perikles. Das hast du mit ihnen allen gemeinsam. Glaubst du wirklich, dass diese Leute mir helfen? Das werden sie, wenn sie dir vertrauen. Richtig gekleidet bist du immerhin. Vertrauenswürdig aufzutreten ist das Wichtigste, wenn man Vertrauen gewinnen will. Nun denn, komm. Ich stelle dich den anderen Gästen vor. Sie sehen zwar nicht so aus, aber diese Gruppe trägt die Zukunft auf den spitzen Zungen ihrer Mitglieder. Ah, Sophokles und Euripides zum Beispiel. Zwei der hochgefeierten Dramatiker unserer Zeit. Niemand zieht so weite Kreise wie sie. Sie scheinen in einen intellektuellen Streit verwickelt zu sein, wie es ihre Art ist. Als Autor von Komödien! Ausgerechnet Komödien, Euripides! Sieht eher nach einem Streit unter Liebenden aus. Hermippos hat ebenfalls einige Komödien verfasst. Du solltest mehr trinken. Derzeit spricht man mehr über seine Gesinnung als seine Werke. Dagegen ist der Mann neben ihm, Protagoras, ein Sophist, dem ebenso viel Ruhm gebührt wie dem großen Sokrates persönlich. Sokrates einzuladen ist eine gute Art, allen den Abend zu versauen. Es überrascht mich, dass man ihn hier reinlässt. Ach, nimm Sokrates nicht ganz so ernst. Immerhin trägt er heute sogar Schuhe. Und der arme Tropf, der wie ein Affe gestikuliert, ist Thrasymachos. Wenn du aufmerksam zuhörst, wirst du merken, dass er und Sokrates dieselben Argumente vorbringen. Doch der Wind seiner Gesten macht ihn taub für die Stimmen seiner Kritiker. Das habe ich überhaupt nicht gesagt. Wo ist Perikles? Oh, er kommt nie zu seinen eigenen Feiern. Da fällt mir ein, dass ich seine Hilfe bei etwas brauche. Dieser Sokrates erscheint immer da, wo ich ihn nicht erwarte. Krieger, schütze mich vor seinem lieblichen Blick. Oh, Alkibiades, dies ist nicht die Zeit für Eifersucht, sondern Liebe. Nimm dir bitte Alkibiades nicht als Beispiel. Sei so gut und trink nicht zu viel. Also, sag mir, was hält ein Söldner wie du von einem Fest wie diesem? Es könnte lustig werden. Alkibiades trinkt wie ein Spartiat. Vielleicht kämpft er auch wie einer. Wenn ich dir einen Rat geben darf, bitte nicht streiten oder kämpfen. Hab Dank, Herodotos. Nun, wenn du mich entschuldigst, Perikles ist hier irgendwo und ich muss ihn vorbereiten. Wenn er allein ist, sag ich ihm, was deine Schwester gesagt hat. Du lässt mich allein mit diesen Leuten? Du wirst es überstehen, versprochen. Entspann dich, unterhalte dich und versuche, deine Mutter zu finden. Ja, komm und rede du mit diesem lästigen Luftabsonderer. Ich habe genug. Vielleicht später. Erkläre mir erst noch einmal deinen Standpunkt. Also sind nicht die Reichen und Mächtigen, sondern die Götter der Ursprung der Gesetze? Was? Nein! Hast du mir überhaupt zugehört?
Natürlich verwende ich Begriffe wie Krieg, Gott oder Anstand nur im Kontext des Beobachters. Ich sehe, wie Soldaten kämpfen, doch hilft mir das zu begreifen, was Krieg wirklich bedeutet? Dich habe ich hier noch nie zuvor gesehen. Magst du mich vielleicht von dieser irrwitzigen Unterhaltung erlösen? Ja, lass uns reden. Worüber denn? Bevor Protagoras das Thema wechselte, sprachen wir über den nächsten großen Anführer von Athen, Kleon. Lass uns das Thema wechseln. Ich suche nach jemandem, einer Spartanerin. Spartanerin? Hoffentlich liegt sie tot in der Gosse. Und das wäre immer noch zu gut für sie. Ich frage mich, wenn du die Frau findest, selbst wenn du sie mit eigenen Augen siehst, könntest du sicher sein, dass sie wirklich existiert? Ach, das führt doch zu nichts. Vergiss es. Wenn du darüber nicht sprechen willst, worüber dann? Wenn du ein Freund Kleons bist, wieso lädt dich Perikles ein? Du bist nicht aus Athen, Fremder. Hier halten wir uns unsere Feinde nah. Warum ist das Passier nicht hier? Kannst du dir da wirklich sicher sein? Ihre Anwesenheit zu beobachten garantiert nicht, dass sie hier ist. Meiner Meinung nach würde es zu ihr passen, im Schatten zu lauern, während wir hier im Licht stehen. Das war sehr sinnlos. Chere. Du bist zurück. Das war sehr sinnlos. Chere. Ich danke dir für deine Hilfe. Was geht da vor? Die Tür auf, sonst trete ich sie ein! Beachte sie gar nicht. Sie sieht gerne zu. Oh, wen haben wir denn da? Welche Autorität und diese Entschlossenheit. Ich verstehe ganz gut, warum sich Perikles für dich begeistert. Möchtest du etwa mitfeiern? Es klang, als hätte jemand Schmerzen. Das kommt schon mal vor. Schmerz und Genuss sind manchmal schwer zu unterscheiden. Hätte ich gewusst, dass du kommst, hätte meine Tür mit Sicherheit sehr weit offen gestanden. Die Feier kam mir ziemlich zahm vor, selbst für Athener-Verhältnisse. Bis jetzt. Sollen sich ihre großen Geister treffen? Ich treffe doch lieber andere Dinge. Ali, wir haben kein Öl mehr. Ali? Du weißt, dass sie dich lieben, wenn sie dir Spitznamen geben. In der Küche ist noch Olivenöl. Aber Aspasia hat etwas dagegen, wenn ich so völlig unbelastet durch ihr Symposion streife. Du meinst nackt. Es klingt so gut, wenn du das sagst. Nach deiner Vorstellung eben sollte vielleicht lieber ich das Öl aus der Küche holen. Folgsam bist du auch. Ich wusste, ich mag dich, aber beeil dich. Wenn du nicht bald das Öl bringst, ist unser Spaß beendet. Thank you.
Ich habe viel zu viel zu tun. Verschwinde, raus aus meiner Küche. Ich vermute, du bist hier, um mich für meinen Kampf mit Euripides zu verhöhnen. Spar dir das. Ich suche nach Hinweisen, die mir helfen, eine Spartanerin zu finden. Eine Spartanerin in Athen? Klingt interessant. Doch wenn du erwartest, dass ich von anderen Menschen Notiz nehme, erwartest du zu viel. Sprich doch mal mit Euripides. Er ist die zweitweltgewandteste Person hier. Dieser pedikulöse, progenische, exophthalmische Morosow. Doch er redet nicht ohne Alkohol. Ich habe kein Wort verstanden. Ja, das war klar. Du willst Euripides abfüllen. Hoffst du, dass er sich dann noch lächerlicher macht, als du es getan hast? Ha, wir wissen beide, dass das nicht geht. Aber du bist ein Heißsporn, gelinde gesagt. Na schön, wenn's sonst nichts bringt, der Feier würde es helfen. Du musst den richtigen Wein dafür wählen. In der Küche wirst du fündig. Gib Bescheid, wenn Euripides soweit ist, und ich kann ungesehen verschwinden. Woher kennst du Perikles? Ich schätze, du wolltest fragen, woher kennt Perikles dich? Ich bin der größte Dramatiker des Landes, Mentor des Euripides, Verehrer des Asklepios, Vater des Theaters und so weiter und so fort. Er fühlt sich sicher geehrt, dass du dich in seiner Küche versteckst. Die Sache mit Euripides lässt dich nicht los. Seid ihr wirklich nur Freunde? Ich bin nie nur irgendetwas Fremder. Doch ich gebe zu, Euripides und mich verbindet mehr als Brüderlichkeit. Warum er sich mit diesem Jüngling Aristophanes abgibt, das weiß nur er. Ich hole den Wein. Wunderbar. Und wenn ich dir noch einen Rat geben darf, Aristophanes verträgt keinen süßen Wein. Ich sah, was er aus ihm macht, und es ist erschreckend belustigend. Es wäre keine echte Feier, wenn sich niemand übergibt. Ich sag Bescheid, ob dein Plan aufgeht. Hältst es nicht ohne mich aus, was? Hast du das Öl? Du bist bei Perikles aufgewachsen und doch seid ihr so verschieden. Niemand ist wie Perikles. Und er ist nur ein bisschen ernster als gewöhnlich. Athen wird belagert und er sorgt sich um die Zukunft. Darum ist heute Nacht die Gelegenheit, um vielleicht ein letztes Mal unsere Freiheit zu feiern. Als ihr kamt, wirkte es, als hätten du und Sokrates eine... Ich wünschte, es wäre so. Eines Tages wird dieser Mann hier bei uns sein. Das verspreche ich dir. Ich komme mit Geschenken. Die Rettung! Heute haben Mütter um ihre Söhne geweint. Und Männer an der Mauer geschuftet. Heute Nacht vergessen wir all das. Vergnügen wir uns! Was sagst du? Feierst du mit? Zeit für etwas Spaß. Aber du wirst mir aus diesen unbequemen Athenergewändern heraushelfen müssen. Gerne doch. Wenn du willst, können wir sie an die Ziege verfüttern. Es gibt noch eine Ziege? Jetzt wird es Zeit, dass du mir hilfst, Ali. Ich suche nach jemandem. Pflichtbewusst bis zum Ende. Gefällt mir. Reiß dich zusammen. Ich suche nach einer Frau, die vor langer Zeit aus Sparta geflohen ist. Aus Sparta?
Niemand flieht aus Sparta. Doch nehmen wir an, sie tat es. Wenn sie dumm war, ist sie tot. Wenn sie schlau war, folgte sie Aspasias Beispiel und wäre jetzt unabhängig. Die klügsten und einfallsreichsten Frauen, die ich je traf, waren aus Korinth. Die Hetären? Ich hörte, sie spielen eine gewisse Rolle in Korinth. Doch ich nahm an, es wäre dieselbe wie in jeder Stadt. Oh nein. Frauen wie diese hast du noch nie getroffen. Eine Wucht und die einzigen mit Verstand in Korinth. Ali! Wo bleibst du denn? Jetzt wird weiter gefeiert. Wenn du Korinth erreichst, sprich mit Anthusa. Niemand betritt oder verlässt die Stadt ohne ihr Wissen. Bis zum nächsten Mal, Krieger. Anthusa in Korinth. Das ist nicht viel, aber ein Anfang. Außer diesem arroganten Schreiber verirren sich nicht viele Gäste hierher. Kann ich dir irgendwie helfen? Ich suche den lieblichen Wein. Ja, nimm ihn. Aber stell dich hier raus, ich habe viel zu tun, ja? Neues Gesicht in Perikles Gefolge. Ha, das allein ist erstaunlich genug. Du musst meine Parodie auf Kleon gesehen haben. Ich nenne sie Oranger Affe. Sag an, was hält es davon? Man kann vieles sagen, aber ganz gewiss nicht es. Wie soll ich dich denn nennen, Kreatur der vielen Namen? Alexios. Du siehst aber gar nicht aus wie ein Alexios. Wie dem auch sei, ich bin Aristophanes und dieser Mann ist Euripides. Oh bitte, stell dich selbst vor. Ich bin Euripides. Für einen Dramatiker bist du recht wortkarg. Gute Männer leben leise, wie Euripides gerne sagt. Oder Euripides? Wenn ich mich entspannen will, kämpfe ich. Du hingegen... Komm schnell, bring ihm Wein, damit er etwas Kluges erwidern kann. Nach meinem Streit vorhin mit Sophokles bewahre ich lieber einen klaren Kopf. Ich bin nur hier, weil ich nach jemandem suche. Und doch ließ es uns im Glauben, es wäre hier, um Wein auszuschenken. Bleiben wir doch erstmal dabei, oder? Du und Aristophanes seht beide durstig aus. Spielen wir ein Spiel. Eine Art Trinkspiel? Ah, wunderbare Idee. Euripides ist schweigsam, doch er lehnt keine Herausforderung ab. Nun, wenn du uns etwas Wein bringst, wäre ich nicht abgeneigt, diesem Jungspund zu zeigen, wie ein Argiver trinkt. Warum entschuldigst du dich nicht bei Sophokles? Er sollte sich bei dir entschuldigen. Sophokles ist ein Freund. Und ein guter Freund ist so gut wie eine ganze Familie. Er braucht lediglich Zeit, um sich von seinem Ausbruch zu erholen. Perikles hat euch alle aus einem Grund eingeladen. Entweder speisen wir hier und ehren Perikles, oder wir gehen zu Kleon. Doch Kleon hat den Charme eines typischen Politikers. Grässliche Stimme, kein Anstand und vulgäre Manieren. Bezirzen wir Dionysos. Na kommt. Das schmeckt nach Jauche. Anfänger, zu meiner Zeit galt das als Nektar der Götter. Noch eine Runde. Bereit für mehr?
Diese Pisse kriege ich kaum runter. Euch zwei trinke ich doch locker unter den Tisch. Wo bleibt der Wein? Bereit für den nächsten? Dieser Wein ist furchtbar. Du, ich mag dich. Wer brachte dich her? Ich kam allein. Ich suche nach einer Frau, die vor langer Zeit aus Sparta floh. Floh? Warum? Sie verlor zwei Kinder. Sie hatte keine Wahl. Sie floh, weil ihr Herz gebrochen war. Euripides, schreib ein Stück über sie. Ich hörte von spartanischen Müttern, die zu einem Heiligtum in der Argolis gingen. Sie beten dort zu Asklepios. Ich weiß es. Ich komme von dort. Ob sie sich noch Priestern anvertraut hat, nach dem, was sie durchmachen musste? Oh, dann ging sie vielleicht zu Hippokrates. Er ist ein Heiler, der Beste sogar. Er arbeitet immer noch in Argos. Wenn sie ihn um Hilfe bat, dann wies er sie sicher nicht zurück. Ich betrinke mich gern und singe. Komm zurück, wenn du mit mir singen willst. Ich denke darüber nach. Hippokrates in Argos. Ich komme. Und Euripides? Ist er schon betrunken? Du kannst dein Versteck verlassen. Euripides wird dich nicht bemerken. Der bemerkt gar nichts mehr. Versteck? Höre dies. Der Krieg kommt nach Athen. Erst fallen unsere Häuser, dann rollen unsere Köpfe. Ich habe vor, mir zumindest meine Würde zu bewahren. Oder was davon übrig ist. Wenn du Perikles siehst, sag ihm Danke für diesen ereignisreichen Abend. Ah, wenn das nicht derjenige ist, der mir zustimmt, dass Wissen das Wichtigste ist. Waren wir uns nicht einig, dass wir unser Wissen höchst unterschiedlich einsetzen? Gut, du erinnerst dich. Vielleicht können wir die Unterhaltung fortsetzen. Willst du wirklich dieses junge Ding als Vorwand benutzen, um dem Thema auszuweichen? Ihr streitet die ganze Nacht um ein Thema und keiner hat ein blaues Auge? Das ist echt interessant. Wir diskutieren die Natur von Herrschern. Wo ginge das besser als hier? Ich stelle dir dieselbe Frage wie Thrasymachos. Stimmst du mir zu, dass das Regieren eine Kunstform ist? Es ist eine Kunst, wie jede würdevolle Tätigkeit. Das steht nicht zur Debatte. Dennoch, Medizin dient der Genesung des Patienten und nicht der des Arztes. Das Handwerk verbessert das Gebäude, nicht den Erbauer. Also sollte die Kunst des Herrschens nicht dem Beherrschten zugutekommen, statt dem Herrschenden? Das ist doch absurd. Ich sage genug von der Welt und weiß, es gibt keine gerechten Herrscher. Selbst Perikles dient vor allem sich selbst. Dient ein spartanischer Feldherr, der seine Truppen befehligt und damit sein eigenes Leben schützt, sich selbst? Ich denke nicht, dass es so ist. Eine Stadt zu führen und eine Schlacht zu führen sind zweierlei. Wenn er sich in der Kriegskunst übt, sorgt der Feldherr dafür, dass einige seiner Truppen in den Hades wandern, während ein Rückzug ihr Leben gerettet hätte, oder? Du sagst, ein Feldherr dient nicht sich selbst, wenn er seine Truppen befehligt. Dann sagst du, er dient doch sich selbst, weil ein Rückzug das Leben seiner Männer gerettet hätte. Worauf willst du eigentlich hinaus? Ich will nie auf etwas hinaus. Doch hast du beides gesagt. Ich sprach es aus, doch wollte ich damit rein gar nichts sagen. Ich wollte nur deine Meinung dazu hören. Du verschwendest deine Zeit. Was passiert?
Sudon. Mir ist aufgefallen, dass du ein Diskussionstalent hast. Gut gemacht. Sokrates ist ein interessanter Charakter. Ah, Phoebe. Perikles hat sich schon auf den Balkon zurückgezogen, oder? Seine Gabe, sich unbemerkt wegzuschleichen, ist unvergleichlich. Ich kann ihn holen und Alexios kann helfen. Jeder gehorcht, wenn er etwas sagt. Es wäre gut. Lauf schon vor. Alexios wird dir gleich folgen. Nun, erlaube mir, mich vorzustellen. Mein Name ist Aspasia. Es war nicht einfach, deine Spuren in Megaris zu verwischen. Ich tat, was ich tun musste. Und ich würde es wieder tun. Ich entschuldige mich nicht. Wir alle tun, was wir tun müssen. Das ist keine Schande. Es führte dich hierher. Genau wie mich. Die Kleidung. Sie passt dir gut, hoffe ich. Es sind vermutlich die schönsten Kleider, die ich je hatte. Aber mir ist etwas unbehaglich, um ehrlich zu sein. Man gewöhnt sich nie wirklich daran. Anscheinend haben wir die Aufmerksamkeit des ganzen Raums, wenn auch niemand direkt zu uns rübersieht. Wenn du reden willst, tu es jetzt. Und möglichst diskret. Ich suche nach einer Frau, die vor Jahren mit ihrem Kind auf Sparta floh. Kannst du mir weiterhelfen? Welche Hinweise hast du zu ihrem Verbleib? Ein Arzt namens Hippokrates traf sie womöglich in Argos. Er ist ein guter Mann. Falls du dort eine Frau namens Agathe triffst, dann richte ihr aus, Aspasia lässt sie grüßen. Was noch? Alkibiades gab mir den Namen einer Frau aus Korinth. Das sieht ihm ähnlich. Meine Freundin Anthusa ist die einzige, die ich kenne, die ihr Leben in Korinth auf ehrliche Weise finanziert. Zum größten Teil ehrlich zumindest. Mehr habe ich nicht. Es gibt noch eine Möglichkeit. In einem früheren Leben sprach ich mit einer Freundin, wenn ich etwas oder jemanden suchte. Einer Flottenführerin. Wie heißt sie? Ihr Name ist Xenia. Das letzte Mal traf ich sie auf Chaos. Nur eine Warnung. Wenn du zu ihr gehst, sei auf der Hut. Das Leben auf See macht die meisten zu Monstern. Hab Dank, Aspasia. Komm danach zurück zu mir. Gemeinsam finden wir die Frau, die du suchst. Nun tu du mir einen Gefallen und hole Perikles hier runter, damit er die Gäste begrüßt. Avea, Donesti! Alexios! Ich habe nicht nach dir geschickt. Egal, welche Gewänder du trägst, Phoebe hätte dich nicht einlassen dürfen. Aspasia schickt mich, dich zu holen. Sie will, dass du nach unten zur Feier kommst. Sie findet, ich kümmere mich nicht genug um die Gäste. Doch diese Feiern liegen mir nicht. Im Grunde bist du auch ein Gast. Wenn du dich zu Herodotos und mir gesellst, sollte sie das besänftigen, meinst du nicht? Du willst wirklich nicht nach unten gehen, oder? Wer ständig vor Menschenmassen sprechen muss, sehnt sich nach solchen Momenten der Stille. So still, wie es mit mir eben sein kann. Phidias erwartete sein Urteil, doch du hast ihn aus Athen schaffen lassen. Ich dachte, du, von allen Menschen, würdest dem Gesetz am ehesten folgen. Phidias ist ein sehr guter Freund. Ich wollte verhindern, dass er schuldig gesprochen wird. Und natürlich gab es andere Faktoren. Du weißt davon. Ja, er hat Wahnvorstellungen.
Doch wenn du einmal einen Freund hast, für den du alles tun würdest, wirst du verstehen. Ich kann nicht verstehen, warum du Anaxagoras verbannen wolltest. Sokrates sagte, er sei dein Freund. Ich riskiere nicht das Leben jener, die mir nahestehen, wenn ich es vermeiden kann. Also wolltest du ihn beschützen? Anaxagoras verstand meine Sorgen. 10 Jahre sind eine lange Zeit, aber so ist er sicher. Warum hast du Metiochos trotz Gefahr ins Fischerviertel geschickt? Ich hätte ihn nie willentlich einer Gefahr ausgesetzt. Du hast anscheinend viele loyale Freunde. Diese Menschen sind mir sehr wichtig. Dein Leben ist in Gefahr. Ja, ja. Herodotos sagte das auch. Der Kult beunruhigt mich nicht. Ich werde jeden Tag von weit schlimmeren Menschen bedroht. Meine Sorge gilt Athen, der Zukunft der Stadt. Die Spartaner sind nicht dein größtes Problem, Perikles. Der Kult kommt hierher und bringt seine stärkste Waffe mit. Du solltest auf ihn hören. Die Spartaner sind bereits hier. Der Kult ist mir noch zu nebulös. Ich bin mit einem Kultmitglied verwandt. Und ich glaube ihr, wenn sie sagt, dass sie hinter dir her sind. Ich ziehe deinen Rat in Betracht. Jedenfalls werde ich meinen Männern Bescheid sagen. Aspasia lässt fragen, was dich so lange aufhält. Sag Aspasia, ich bin gleich da. Damit endet diese Unterhaltung dann wohl. Danke nochmal für deine Hilfe. Ich hoffe, meine Gäste können dir auch weiterhelfen. Wir werden sehen. Siehst müde aus. Ja, von den Unterhaltungen. Ich glaube, ich habe noch nie so viel geredet. Siehst du, du hast deine Waffen gar nicht gebraucht. Willst du schon gehen? Ich hatte genug Athener Gastfreundschaft für ein ganzes Leben. Du gewöhnst dich dran. Es ist schön. Was wirst du als nächstes tun? Ich würde gerne mit einer Frau in Korinth sprechen. Alkibiades hat mir von diesem Ort erzählt. Offenbar wird dort nicht lange gefackelt. Alkibiades redet viel und sagt wenig. Das stimmt wohl. Eins noch, ich habe von Aspasia etwas erfahren. Es ist wegen Kephallenia. Was denn? Sie sagte, dort gäbe es eine Seuche. Meinst du, meine Freundin, das Brennfieber? Denk so etwas nicht. Was immer auf Kephallenia geschehen ist, ist nicht unsere Schuld. Ich werde hinfahren und herausfinden, ob es eine Seuche gab, ja? Ja, danke. Ich wusste, auf dich ist Verlass. Bettelst du dieses Mal nicht darum, mitzukommen? Nein, mir gefällt es hier. Und es ist nicht Kephallenia. Das heißt, du kommst zurück. Das ist wohl wahr. Und ich arbeite wirklich gern für Aspasia. Sie sagt, sie hat einen Auftrag für mich. Wir sehen uns später, Phoebe. Auf bald, Alexios! Ella! Thank you.
Ella,